Unwetterwarnung, unwirkliche Bedingungen. Hagel in Köln bei der Begegnung Viktoria Köln gegen den MSV Duisburg. Das waren schon fast Tischtennisbälle. Faire Begrüßung, Vorgänger und Nachfolger. Pavel Dotschev vor 48 Tagen in Köln freigestellt mit dem MSV Duisburg zu Gast bei seiner Ex-Mannschaft, die den besseren Start hatte. Die 23. Minute. Dieser Ball von Wunderlich auf Pueto. Das 1:0. Das 10. Saisontor. Aber was war denn da in der MSV-Abwehr los? Wunderlich mit Auge und Gefühl. Und Cueto, Mutter, Seelen allein. Leo Weinkauf im Tor des MSV Duisburg. Ohne jegliche Chance. Und Cueto perfekt. Nur die Roten. Vom MSV nichts zu sehen. Traumpass wieder von Wunderlich auf Timi Thiele. Und dann macht es Peng. 2:0. Timi Thiele, 5. Saisontor. Ein Urknall in der 35. Minute. Aber vorangegangen dieser Zuckerpass vom Kapitän. Und dann die Urgewalt des Timi Thiele, Leo Weinkauf. Auch beim zweiten Kölner Treffer. Ohne jegliche Abwehrmöglichkeit. Ein echter Knaller von Timi Thiele. Ja, und Duisburg, die fanden offensiv im ersten Durchgang eigentlich gar nicht statt. Einzige Ausnahme in der 41. Minute. Krempicki ebenfalls gut durchgesteckt. Und dann neu in der Startformation David Tomic mit seinem allerersten Drittliga- und seinem ersten Saisontor. Anschlusstreffer für den MSV. Krempicki mit klasse Vorarbeit und dann noch leicht abgefälscht für Militz. Auch da nichts zu halten. 2:1 der Halbzeitstand. Bessere Kölner, das wusste auch Pavel Dotschev zu diesem Zeitpunkt. Der zweite Durchgang dann mittlerweile bei Sonnenschein nahm Fahrt auf. Wieder der Kapitän im Strafraum. Sieht Cueto! Und Leo Weinkauf mit seiner besten Tat. Lukas Cueto auch in der 52. Minute noch absolut torgefährlich. Köln weiterhin die bessere Mannschaft. Mittlerweile Engin eingewechselt und Ademi mit Hackentrick. Auch Sebastian Militz, ein klasse Keeper. Diese Szene hätte ein Tor verdient gehabt. Aber statt Ausgleich weiter die Köln mit Druck nach vorne. Und mit diesem Fehler von Gembalis und dann ist es Handle. Der trifft nicht richtig. Das hätte eigentlich schon die Entscheidung sein können, sein müssen. Nochmal der Fehler von Vincent Gembalis. Und dann ist es der nach vorne geeilte Simon Handle, der leider das Tor nicht trifft. Aus Kölner Sicht. Nächster Traumpass wieder auf den Kapitän. Und da ist sie, die Entscheidung. Mike Wunderlich, der Mann des Spiels, 81. Minute. 2 Assists hier von Kevin Holzweiler freigespielt. Und dann kompromisslos in die lange Ecke. Auch da nichts zu halten für Leo Weinkauf. Viktoria Köln mit einem absolut verdienten Dreier. 9 Punkte Vorsprung nun vor den Abstiegsrängen für das Team von Olaf Janssen und ein enttäuschter Pavel Dotschev. Die stehen zum Spiel. Wir haben viel zu einfach die Gegentore bekommen. Und für mich, es ist ganz einfach, wenn du so Gegentor kriegst, kannst du auch nicht Spiele gewinnen. Weil wenn man sich überlegt, wie viele Chancen hat Viktoria und 3 Tore machen, also das ist für mich viel zu einfach. Ja, es ist eine tolle Situation, aber wir sind halt jedes Spiel immer angegangen, als wenn es das letzte wäre. Und da werde ich auch nicht müde, das auch so weiterzumachen, weil wir haben Lust auf Fußball, Lust auf Gewinn, weil das ist das Schönste, was man haben kann, sei auch den Jungs, wenn der Schiedsrichter abpfeift und du hast gewonnen. Deswegen machen wir den ganzen Scheiß. Belohnung für die Viktoria Köln-Spieler. 2 Tage frei. Und für Pavel Dotschev gab es nur persönliche Highlights heute. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.